es noch meine Neuzugänge vom Oktober geben. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuzugänge vom Oktober geben. Da hat sich bei mir wieder einiges angesammelt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich beginne heute mal mit den E-Books, die bei mir eingezogen sind, sonst vergesse ich die nämlich wieder. Ich vergesse immer die ganzen E-Books. Bei mir eingezogen ist Band 1 bis 3 der Bad Girls Reihe von Rose Bloom. Ich habe zu diesen Büchern auch schon eine Reihenvorstellung gemacht. Die verlinke ich euch mal unten in der Infobox und oben in der Infokarte. Wenn ihr da mal nähere Informationen zu den Büchern haben wollt, dann schaut dort einfach mal vorbei. Ansonsten ist bei mir eingezogen das Buch von Jacqueline Fellgut vom Oktober, Der Duft von Büchern und Kaffee. Ich habe dieses Buch inzwischen auch schon gelesen. Ich muss sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Ich fand es zwar eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte. Ich hatte so ein, zwei kleine Problemchen mit dem Buch. Wenn ihr auch da nähere Informationen wollt, dann schaut einfach in der Rezension zu diesem Buch nochmal mit vorbei. Ich verlinke sie euch auch oben und unten. Und ja, dann wisst ihr genau, was mich da ein bisschen gestört hat, war aber nicht wirklich was Dramatisches. Dann ist bei mir eingezogen der zweite Teil von der Fuchsreihe von Niki Kiso und zwar Fuchsfluch. Dieses Buch erscheint am 15. November. Ich durfte es vorab schon wieder mitlesen und ich muss sagen, ich fand auch den zweiten Teil wieder richtig gut. Ich mochte ja den ersten Teil auch sehr, sehr gern. Das sind ja kleine, kurze Bücher von 50 Seiten, die man einfach gut so zwischendurch auch mal mit weglesen kann. Deswegen, ach ja, ich mag diese Reihe einfach total gern und ich freue mich auch schon auf den dritten und den vierten Teil. Und der dritte erscheint dann am 15. Dezember auch gleich mit und heißt Fuchsseele, glaube ich. Ich merke mir diese Titel immer nicht so ganz. Auf jeden Fall ist der zweite Teil Fuchsfluch bei mir diesen Monat mit eingezogen. Zum Inhalt kann ich euch nicht so viel verraten, weil es ja der zweite Teil ist und der direkt an den ersten anknüpft. Deswegen, egal was ich euch erzählen würde, ich würde spoilern. Aber schaut auch da einfach nochmal in meine Rezi dazu rein, die ebenfalls in dem gleichen Video ist, wie die von Der Duft von Büchern und Kaffee. Dann ist noch bei mir eingezogen das aktuelle Buch von Jacqueline Fellgut, jetzt vom November. Auch das durfte ich jetzt vorab schon wieder mitlesen. Und zwar heißt das Cherry on Top. Und das Coole an diesem Buch ist, dass es in Cherry on Top um die Nebencharaktere von Hashtag Folge Deinem Herzen geht. Und ich fand die Hashtag Folge Deinem Herzen so richtig, richtig gut. Ich habe dieses Buch ja total gefeiert. Dieses Buch war mega gut. Das hatte alles, was ein richtig geniales Buch haben musste. Und ich habe mir damals schon gedacht, oh, es wäre cool, wenn Milo und Cherry irgendwie doch ihre eigene Geschichte kriegen könnten. Und Jackie hat mich irgendwie erhört und hat den beiden ihre eigene Geschichte gegeben. Die kommt jetzt, wie gesagt, im November raus und auch die hat mir wieder richtig gut gefallen. Ich mag das Setting, ich mochte die Charaktere, ich mochte die Handlung. Ich fand es einfach wieder ein gelungenes Buch und man muss den ersten Teil, also Hashtag Folge deinem Herzen in dem Sinne, muss man nicht gelesen haben, um Cherry on Top zu lesen, aber es empfiehlt sich halt einfach, weil man da die Charaktere aus dem Buch natürlich schon kennt, aber ich kann euch dieses Buch auch wieder nur empfehlen, es hat mir richtig gut gefallen. Dann sind mal wieder noch drei Gratisbücher bei mir eingezogen, die es kostenfrei für ein Kindle gab und zwar einmal ist das, jetzt muss ich nochmal kurz spicken, Blut wie die Liebe von A.L. Kanau, das ist ja die Autorin von der X-Reihe. Ich kann zum Inhalt zu diesem Buch nicht viel sagen, ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt, ich habe es mir einfach runtergeladen. Dann ist bei mir noch eingezogen Bernstein, Zauber, Grün, Die Erwartung von Susanne Gerdon. Das ist auch so eine Jugend-Fantasy-Geschichte wieder. Auch hier kann ich zum Inhalt nicht wirklich viel sagen. Und dann habe ich noch mir kostenfrei für ein Kind runtergeladen von Sylvia Day, Dark Knights, Dunkler Kuss. Das ist so eine Novelle zu dieser einen Reihe, die sie da geschrieben hat. Ich habe mir gedacht, ich gucke mir die Novelle einfach mal an. Vielleicht ist ja die Reihe dann doch auch was für mich. Auf jeden Fall, diese drei Bücher sind noch kostenfrei wieder für ein Kindle bei mir gelandet. Und ja, deswegen, wenn es kostenfrei ist, kann man sich es einfach mal mit runterladen. Entweder es ist was oder nicht. Kommen wir jetzt zu den richtigen Büchern, die ich gekauft habe. Ich fange mit der Medimops-Bestellung an. Die halte ich euch nochmal kurz in die Kamera, weil eigentlich kennt ihr ja die Bücher schon von dem Medimops-Unpacking. Deswegen machen wir das kurz und schmerzlos. Fangen wir an. Harry Potter und der Halbblutprinz, das ist der sechste Harry Potter-Teil. Den lese ich jetzt diesen Monat. Der hat mir noch gefehlt in der Sammlung und deswegen habe ich mir den noch mitgekauft. Dann der zweite Teil von Kalendergirl berührt. Ich fand ja den ersten Teil eigentlich ganz gut. Ich mochte zwar die Handlungsweisen der Protagonistin nicht ganz so. Ich konnte das nicht alles so hundertprozentig nachvollziehen, aber die Story hat mir dann doch irgendwie sehr gut gefallen, dass ich auf jeden Fall wissen musste, wie es weitergeht. Dann habe ich noch bestellt von Colleen Hoover Zurück ins Leben geliebt, was ja Ugly Love ist aus dem Englischen. Und ich bin auf dieses Buch schon sehr, sehr gespannt, weil ganz, ganz viele haben gesagt, dass Ugly Love richtig, richtig gut ist. Und ja, deswegen schauen wir mal, was mich hier erwartet. Dann habe ich noch bestellt After Truth und After Love von Anna Todd. Das ist der zweite und dritte Teil der After Passion Reihe. Ich mag nicht After Reihe, sage ich. Das hört sich furchtbar an. Auf jeden Fall habe ich jetzt die After Passion Reihe komplett. Das heißt, die kann ich dann auch demnächst mal anfangen mit lesen, wenn mich diese Dicke der Bücher nicht so abschrecken würde. Aber ihr habt ja alle schon gesagt, das suchtet man durch.
Dann habe ich noch bestellt Versuchung und Offenbarung von der Crossfire-Reihe. Die sind mir auch empfohlen worden von einer Arbeitskollegin. Die hat gesagt, das ist ganz, ganz toll und viel besser als Shades of Grey. Und ich mochte ja die Shades of Grey Bücher eigentlich ganz gerne. Bis auf diese innere Göttin-Scheiß, aber lassen wir das. Auf jeden Fall wurden die mir empfohlen, deswegen bin ich mal gespannt, was die so beinhaltet, worum es da so geht. Und dann habe ich mir noch bestellt Vollendet von Nile Schusterman. Das ist der erste Teil der Vollendet-Reihe, das habe ich ganz, ganz günstig bekommen. Und ja, dachte ich mir, ich wollte es schon lange haben. Ich lese mal rein und gucke mir mal an, wie es ist. So, das war die Medimobs-Bestellung. Kommen wir jetzt zu den Büchern, die ich schon gelesen habe, die ich diesen Monat gekauft habe. Und zwar war das einmal Fridged von Jennifer L. Armentrout. Dieses Buch ist eigentlich erst am 2. November erschienen. Ich konnte es aber am 27. Oktober bei Amazon schon kaufen und das wurde auch gleich geliefert. Also, hey, warum nicht? Deswegen habe ich es schon vorher gelesen. Und ich mochte dieses Buch auch wieder richtig gern, auch wenn ich finde, dass es ein schwächerer Jennifer L. Armentrout Teil ist. Es ist nicht so der Hit wie ihre anderen Bücher. Also da hat sie schon definitiv Besseres geschrieben, aber es ist auf jeden Fall eine richtig süße, niedliche New Adult Geschichte. Dann habe ich vom Verlag bekommen und zwar dieses Buch hier, Dirty Secrets von Jay Kenner. Das ist ein Erotikroman und ich bin mit diesem Buch so ein bisschen durchwachsen auseinandergegangen, sagen wir es mal so. Das ist einmal, ich habe vielleicht auch so eine kleine Hassliebe entwickelt. Ich mochte die Handlung und ich mochte eigentlich die Charaktere teilweise auch ganz gern, aber die ging mir aber auch teilweise wieder so auf den Sack und dann dieses ganze Drum und Dran und dieser ganze Sex in diesem Buch, das war mir einfach zu viel, deswegen. Ich bin da etwas zwiegespalten, was diese Geschichte betrifft, aber ich würde natürlich gerne wissen, wie es mit den beiden weitergeht. Es sind insgesamt 3 Teile, die hier erscheinen werden und wir kennen diesen Fluch mit der Neugier der Menschen. Ich denke mal, ich werde mir auf jeden Fall den 2. Teil nochmal mit angucken. Vielleicht ist der ja nicht mehr ganz so schlimm, was ich bezweifle, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann habe ich mir noch als Frustkauf dieses Buch hier gekauft, Beginne gern von Mona Kasten. Ich brauchte irgendwie ein Buch, wo ich mir dachte, ja, das könnte was für dich sein und deswegen habe ich mir das Buch hier noch mitgekauft. Ich habe es auch schon gelesen und ich mochte das Buch eigentlich ganz gerne, aber es war leider so ein durchschnittlicher New Adult Roman und es war leider nichts Besonderes und nichts, wo ich sage, es haut mich total um und ich finde es total mega, also das leider nicht. Aber es ist eine solide, schöne New Adult Liebesgeschichte, das kann ich sagen. I like it und ich werde den 2. Teil auf jeden Fall auch lesen. Kommen wir jetzt noch zu den 3 Büchern, die ich gekauft habe und ich bekommen habe und noch nicht gelesen habe. Und zwar ist das einmal Talon, Drachennacht von Judy Kagawa. Ich habe dieses Buch netterweise auch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und bin schon sehr gespannt auf den 3. Teil. Ich weiß ja, dass die Talon-Reihe 5 oder 6 Bände insgesamt umfasst, aber ab dem 4. jetzt noch nichts weiter irgendwie geschrieben wurde. Das war jetzt so mein letzter Stand, also dass bis Teil 3 alles fertig ist, aber dann halt die Autorin noch nicht weitergeschrieben hat. Ich hoffe, dass das demnächst mal passiert, dass wir nicht allzu lange dann auf die Fortsetzung warten müssen. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf Drachennacht und bin gespannt, wie es mit Amber und Garrett weitergeht. So, dann habe ich mir noch gekauft Paper Swan von Layla Etta. Das hatte ich in meinem Neuerscheinungsvideo auch mit erwähnt, dieses Buch. Und ich fand die Story einfach so interessant und so ansprechend, dass ich einfach dieses Buch kaufen musste. Und in diesem Buch geht es um Sky Sedgwick. Sedgwick, dieser Name, den kann man nicht aussprechen. Auf jeden Fall geht es hier um Sky und sie wird entführt und sie denkt sich am Anfang zunächst, okay, wenn mein Vater das Lösegeld bezahlt hat, dann ist alles gut. Aber nichts da, sie wird auf ein Boot verschleppt, wochenlang dort gefangen gehalten und sie wird gequält und ist halb am Verhungern. Und dann merkt sie, dass sie den Entführer anscheinend kennt, also so wie sich das Ganze anhört. Und es läuft auf jeden Fall am Ende auf eine Liebesgeschichte hinaus und da bin ich wirklich sehr, sehr interessant, wie die Autorin das gemacht hat, aus einer Entführung mit Gewalt und Hunger und ja, Drohungen, deine Liebesgeschichte zu zaubern. Deswegen, ich bin auf dieses Buch schon ultra gespannt und ich finde dieses Cover immer noch mega. Also mit diesem Blut und diesem Schwan und es spricht mich total an. Ich zeige es euch nochmal. So, fokussieren, so, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieses Buch für mich bereithält und ich werde es auf jeden Fall jetzt noch mitlesen gleich im November. Damit wären wir beim letzten Buch vom Oktober und zwar ist das dieses hier, Der Nachtwandler von Sebastian Fitzek. Ich habe dieses Buch von der lieben Sina geschenkt bekommen. Danke nochmal an dieser Stelle, Sina. Ich habe mich echt riesig gefreut. Sie hat es mir zur Buchmesse mitgebracht und wir hatten Glück, dass wir Herrn Fitzek nochmal getroffen haben auf der Messe. Tada! Hat es mir signiert. Ich habe mich so gefreut und der Mann ist so nett. Also das ist wirklich ein sehr sympathischer Mensch und er nimmt sich wirklich sehr, 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 sehr viel Zeit für seine Leser, auch um Fragen zu beantworten und alles. Und
Ich muss sagen, ich fand ihn wirklich sehr, sehr sympathisch und ich freue mich jetzt auch schon auf Der Nachtwandler, dass ich das jetzt lesen kann. Und ich finde, es hört sich echt gut an. In diesem Buch geht es um Leon und Leon hatte in seiner Jugend psychische Probleme. Er ist immer schlafgewandelt und er denkt jetzt aber, er hat das alles gut im Griff, bis eines Nachts seine Frau plötzlich verschwindet. Und er hat dann so die Befürchtung, dass das wieder mit seinem Nachtwandeln, also mit seinem Schlafwandeln zu tun hat. Und setzt sich so eine Kamera irgendwo hin und sieht dann auf den Aufnahmen von der Kamera, dass er in ein unbekanntes Zimmer hinabsteigt. Und das finde ich, hört sich so gruselig und so gut an. Deswegen bin ich auf dieses Buch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das waren meine Neuzugänge vom Oktober. Ich finde, es hat sich wieder einiges angesammelt. Ich bin auf die Bücher echt schon sehr, sehr gespannt und bin auch gespannt, was die Geschichten für mich bereithalten. Und ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, bei euch fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.